Wir befinden uns heute hier auf Burg Hainfels, das ist im Osttiroler Teil des Bustertales. Und hier hat man in den letzten Jahren ganz aufwendig, aber auch sehr beeindruckend eine Burg saniert, von 2016 bis 2020. Die Burg ist in der Mitte des letzten Jahres, im Juli, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, nachdem sie davor schon verfallen war und eine Ruine war. Wir sprechen heute über die Ruine in Hainfels, aber auch über die Sanierung dieses gelungenen Projektes. Wir haben hier heute einen Gastgeber, den Peter Leiter, der an diesem Projekt und Prozess beteiligt war und die Burg kennt wie kein Zweiter. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, lieber Peter Leiter, und vielen Dank dafür, dass Sie für das Interview zur Verfügung stehen. So, die Burg Hainfels ist eine Burg, die eine 800-jährige Geschichte hat, eine sehr bewegte Geschichte mit unterschiedlichen Burgherren, aber natürlich ist diese Geschichte auch eine Geschichte der Geschichten oder von Geschichten. Und meine erste Frage wäre, fällt Ihnen spontan eine spannende Geschichte ein zu dieser Burg? Also 800 Jahre Burggeschichte gibt Anlass, über alle möglichen Geschichten zu erzählen. Da würde man heute wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Es gibt von der Gründungssage, also die Burg Hainfels soll ja von den Hunnen gegründet worden sein, ein Reitervolk aus dem Osten, bis hin eben zur neueren Zeit, bis zum letzten Besitzer, ganz unglaublich spannende Geschichten. Da herum spielt sich eben die Geschichte in allen Facetten ab. Also Hainfels ist ja nicht irgendwo, steht ja nicht irgendwo allein in der Welt, sondern ist immer auch beeinflusst von Geschichte und von Macht, die sich in der Gegend so abspielt auch. Und da herum haben wir wahrscheinlich, für mich eine der spannendsten Geschichten, ist für mich die Zeit der Bauernaufstände, weil es eben zweimal hintereinander war, das einzige Mal, wo man versucht hat, oder wo es auch gelungen ist, dann die Burg zu erobern. Und man wollte den Pfleger hinausschmeißen beim Fenster. Man wollte auch keine Steuern mehr zahlen, weil man nicht den Grund gesehen hat, warum man Steuern zahlen soll. Und das war nur ein klassisches Beispiel, weil es um diese Macht, um diese Mächte eigentlich über die ganzen Jahrhunderte geht. Es gibt eben die Hexenprozesse, es gibt eben die Verfolgung von Andersgläubigen und es geht immer um das Spannungsfeld zwischen Macht und Mächte. Und der Bauernaufstand ist sicher ein gutes Beispiel, wo man da herum einen guten Anknüpfungspunkt hat, die Geschichte eben gut zu erzählen. Das Mittelalter erfreut sich einer ganz besonderen Beliebtheit heute. Es gibt ja einen regelrechten Mittelalter-Boom, kann man sagen. Burgen sind interessant, auch Leute interessieren sich für Mittelalter-Festivals, für Ritterturniere. Aber es sind nicht einfach nur Historiker und Romantiker, sondern es sind auch Leute, Börsianer, IT-Nerds, also Leute, die etwas ganz anderes in ihrem Beruf machen, die am Wochenende gerne Ritter sind. Es ist so, dass Mittelalter, kann man sagen, bei allen Bevölkerungsschichten so interessant ist wie sonst nur Fußball. Ne? Und das hat vielleicht verschiedene Gründe. Ne? Es gibt Menschen, die ins Mittelalter eintauchen, weil sie in einem durchgedachteten Berufsleben leben. Ne? Das ist so eine Art Eskapismus. Am Wochenende macht man was ganz, ganz anderes. Also meine Frage ist, was interessiert Sie so sehr an einer Burg? Was macht für Sie eine Burg so faszinierend? Also die Burg muss man sehen, vielleicht bei uns in der Gegend noch in ganz einem anderen Verhältnis. Also ich persönlich wohne ja in Sichtweite der Burg und man ist genauso wie die gesamte Bevölkerung immer schon auf dieses Zentrum des Bustertals so fokussiert gewesen, weil von dort immer irgendwo die Macht ausgegangen ist und auch Abgaben geleistet werden mussten und so weiter. Und jeder verbindet, hat einen anderen persönlichen Zugang zu dieser Burg. Wenn man jetzt da in der Gegend mit Leuten redet, jeder hat irgendeine Geschichte zu dieser Burg. Mhm. Für mich selber ist es sehr, sehr spannend, wenn man sieht, wie sich das sich selbst im Laufe der Jahrhunderte geändert hat, also die Einstellung und so weiter. Also es ist, es gibt da viele, viele Punkte, über die man da jetzt reden könnte, aber es ist, ich bin nicht so der Anhänger von diesen folkloristischen Mittelalterfesten und so weiter, sondern ich reduziere das immer auf das, was da herum wirklich passiert ist. Und das, was da herum passiert ist, ist nicht unbedingt das Romantische und das, was man aus den Filmen so kennt, sondern war wirklich ein harter Alltag. Und wenn man so die alten Steuerlisten durchschaut und die Abgaben, die da herum leisten werden müssen, dann hat man gesehen, dass es eine extrem schwierige Zeit war, in der früher die Leute gelebt haben, also sie waren Eigenversorger, also die Bauern der Gegend, und die haben müssen das Wenige, was sie gehabt haben, haben sie auch müssen einen Teil davon abliefern.
Und man verbindet immer diese persönliche Geschichte der Vorfahren irgendwie jetzt mit diesem Gebäude. Und ich sehe das eher so in einem ganz nüchternen Verhältnis und nicht so unbedingt das Romantische, wie man eben aus den Fernsehserien so kennt. So, wenn man sich jetzt mit so einem Projekt beschäftigt, es geht um die Revitalisierung einer Burgruine, da muss man sich natürlich auch darüber den Kopf zerbrechen, wie nutzt man so etwas? Welche Nutzungsmöglichkeiten haben wir, damit das Ganze natürlich auch von den Besucherzahlen her stimmt und das Ganze sich letztendlich dann auch selbst erhält? Welche Überlegungen hat man sich hier gemacht auf Burg Hainfels? Wie soll diese Burgruine oder diese revitalisierte Ruine in Zukunft genutzt werden? Also als wir 2014 eigentlich mit der Gründung des Museumsvereins angefangen haben, uns Gedanken zu machen über die Nutzung der Burg, war von vornherein klar, das wird keine klassische Burg à la Neuschwanstein oder Schloss Ambras oder Schloss Schönbrunn. Warum? Es war eine total zerstörte Ruine mit keinem Inventar und das Wenige, was war, war eben der Restbesitz des vorigen Eigentümers, ein Rechtsanwalt aus Wien, also was überhaupt mit zur Burg passt eigentlich. Und wir wollten von vornherein nicht irgendwie was hereinstellen, das eigentlich nicht zur Burggeschichte selber gehört. Und uns war dann auch wichtig, dass wir die Geschichte der Burg erzählen mit dem, was wir vorfinden. Das heißt, es sind Ruinen, aber Ruinen können unglaublich spannend erzählt werden. Also was wir versucht haben, war einfach irgendwas zu entwickeln in den letzten Jahren, wo man die Burg für sich selber sprechen lassen. Also die Mauer, das alles, wie sie sich heute präsentiert, natürlich mit allen Eingriffen, die es braucht, um so ein Objekt wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber es war natürlich eine Herausforderung, weil wenn man das gesehen hat, wie es vorher ausgeschaut hat, also ein total zerstörtes Bauwerk, dann war es unvorstellbar auch für uns, die da herum eigentlich viel da sich Gedanken gemacht haben, dass es überhaupt einmal funktionieren könnte. Aber dass man die Burg natürlich auch nutzt, nicht, da treten jetzt verschiedene Interessen auf natürlich, weil wenn man zum Beispiel, wie es hier der Fall ist, einerseits die Burg als Museum verwendet, andererseits denkt man ja auch daran, Gastronomie unterzubringen, da gibt es natürlich auch bestimmte Widersprüche, die auftauchen. Mal auf der anderen Seite gibt es das Interesse, das alles neu zu formulieren und unserer Zeit entsprechend auch zu nutzen. Und andererseits gibt es auch die Interessen des Denkmalamts. Und wir haben im Vorfeld den Walter Hauser, den Landeskonservator von Tirol, interviewt. Und ich möchte jetzt kurz den Walter Hauser zur Sprache kommen lassen. Die Denkmalpflege und auch die Weiterentwicklung der Denkmalpflege spielen bei einem Projekt wie Hainfels natürlich eine ganz besondere Rolle. Auf den ersten Blick kann man den Eindruck gewinnen, dass Sie als Landeskonservator da immer am längeren Hebel sitzen, aber wenn man sich dann reinzoomt in ein komplexes Projekt, dann erkennt man natürlich auch, dass es sehr viel mehr braucht. Es braucht eine Bevölkerung, die mitmacht, es braucht Idealisten, also Leute, die da bereit sind mitzugehen und das auch diese Wertschätzung für das kulturelle Erbe auch weitergeben möchten. Sehen Sie Ihre Rolle da als einen Verteidiger oder sehen Sie sich mehr als einen offensiven Mittelfeldspieler, der die Bälle austeilt? Vielleicht bei dem Bild zu bleiben, weder noch, als Denkmalpfleger ist man manchmal der Tormann, wenn nichts mehr anders hilft und da geht mancher Elfer auch hinein. Man ist manchmal der Stürmer, wenn es geht, neue Dinge zu schützen und man schießt nicht immer ein Tor. Das ganze Leben ist ein Laufen zwischen diesen Welten, um den Leuten einmal die Wertigkeit der Dinge näher zu bringen und auf der anderen Seite ihnen zu zeigen, dass eigentlich die Welt der Denkmalpflege nicht eine Starre ist, sondern dass sich die durch die Jahrhunderte bewegt und eigentlich die Denkmalpflege als Aufgabe hat, Kulturentschleuniger in dem Bereich zu sein, um Dinge und Werte, die schon da sind, mitzuerzählen und damit eigentlich einen Beitrag an der gesamten Kulturleistung zu erbringen. Sie haben in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung einmal ein Werk eines rumänischen Künstlers zitiert oder beschrieben, von Josef Kobandi. Der hat Folgendes gemacht, hat Teil eines Fußbodens, ein Fragment verwendet und um 90 Grad gedreht an die Wand gehängt. Er hat quasi aus der alten Funktion das Neues gemacht, indem er dieses Fragment ästhetisch interpretiert hat. Ist das für Sie eine Formel für den Denkmalschutz? Ist das eine Art und Weise, wie man Alt und Neu vermitteln kann? Ist vielleicht ein gutes Bild für so eine Entwicklung. Wenn man es breiter sieht, ein Kulturgut hat einmal immer eine Substanz, es hat eine Erscheinung, eine künstlerische Wirkung und es braucht eine Funktion.
Und oft ist der Austausch der Funktion, das Stilllegen einer alten Funktion, das Schaffen einer neuen, die einzige Chance, ein Objekt in der heutigen Zeit weiter zu verwenden, weiter zu erzählen. Und wenn ich das tue, dann habe ich natürlich gewisse Dinge im Hintergrund, die sich beginnen auszutauschen. Sei es in der Form, sei es in der Gestalt, in der Wahrnehmung. Diese Balance, dieses Gleichgewicht, die Frage der Angemessenheit schlechthin ist ja eigentlich die hauptsächlich zu beantwortende Frage, ist eigentlich der Beitrag, den der Denkmalpfleger dabei leisten sollte. Also die beste oder der beste Schutz, denke ich, ist für so ein Gebäude die Nutzung. Und da hat man sich in Hainfels ja sehr viel überlegt. Man hat ja sich natürlich im Vorfeld fragen müssen, wie kann man eine solche Anlage überhaupt nutzen. Und man ist zu einer hybriden Vorstellung gekommen, zu einem Programm, das mehrere Teile beinhaltet. Einerseits diesen Hotel-Gastronomie-Bereich, den musealen Teil und dann gibt es noch einmal einen Bereich, den man kulturell programmieren möchte. Sind Sie mit dieser Lösung zufrieden? Ich denke, das ist die maßgeschneiderte Lösung für diese Burg. Und sie ist so komplex wie die Burg selber. Hainfels ist ein Objekt, das nicht Ruine ist, es ist nicht Bauwerk. Es ist so eine Mischung. Es ist die Bombe in die Mitte gefallen und hat die Mitte zerstört. Und die Ränder leben und sie haben Dächer, die Mitte hat keines. Wie geht man mit sowas um? Rekonstruiere ich jetzt die ganze Burg? Wenn ich rekonstruiere, was im Sinne einer wissenschaftlichen Rekonstruktion oder einer Neuinterpretation? Oder ist es möglich, diese polarisierende Dualität zwischen Ruine und Bauwerk miteinander zu verbinden? Und das Spannende daran ist ja eigentlich, es ist ja ganz leicht, wenn ich da eine Ruine habe und da ein Bauwerk, kann ich zwei Erzählungen gehen. Wenn die Dinge miteinander verwoben sind, ist die Sache ganz schwierig. Wo hört die Grenze der Ruine auf? Hier oder die Grenze des Bauwerks hier? Restauriere ich bis hierhin als Ruine und bis hierhin als Bauwerk, dann werde ich immer scheitern. Die Kunst war eigentlich, dieses Verfallsszenario in der Mitte zu erzählen, zwischen diesen Polen von Wahrnehmung und von Architektur, Ruine, Bauwerk. Und natürlich so eine hybride Gedankenwelt in der Restaurierung braucht die Antwort auch in der Nutzung. Und man kann sich ja bei der Nutzung fragen, okay, wenn ich jetzt den Ballast rekonstruiere, was mache ich noch damit? Habe ich noch mehr Volumen, muss ich noch mehr erhalten? Ist das überhaupt Ziel dieser Erzählung in Hainfels? Hainfels, das ja eigentlich vielleicht als Alleinstellungsmerkmal genau das hat, dass es diese ambivalente Ungewichtigkeit, Schwachgewichtigkeit von Ruine und Bauwerk hat und das in einer Kulturlandschaft, wie man sie suchen muss. Damit hat man eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist wieder Teil der Neuerzählung. Und die Frage dann, wie Nutzer sich da einklinken, hat natürlich mit der Frage zu tun, wirtschaftliches Alleinstellungsmerkmal ist eine Hilfe. Die Substanz darf dem nicht widersprechen. Die Herangehensweise bedarf dann einer gleichen komplexen Situation, Verein, Private Public in dieser Konstellation. Und insofern, glaube ich, ist das maßgeschneidert und auch so gelungen. Ja, bei dieser Erfahrbarmachung der Ruine, da taucht ja auch eine ganz interessante Idee auf, die in der Philosophie heute diskutiert wird, unter dem Schlagwort neuer Materialismus, wo es darum geht, das Projekt aus dieser rein menschlichen Perspektive rauszurücken und auch andere Trennlinien erfahrbar zu machen, wie zum Beispiel Kultur und Natur, wo man also ein Objekt schafft, das ich auch entziehen darf, wo man nicht den vollständigen Zugriff drauf hat. Also wenn man zum Beispiel in den Innenhof geht in Hainfels, da sieht man eine bruchstückartige Mauer, die bewachsen ist. Ne? Und da hat man auch das Gefühl, da geht es jetzt um die Ruine einerseits, aber es geht auch um ein größeres Thema, nämlich wie kann man eigentlich Materialität mit in die Planung aufnehmen, wie kann man Kontrolle vielleicht auch abgeben, wie kann man Natur zum Player machen in diesem Projekt. Das finde ich etwas sehr, sehr Spannendes. Ne? Dieses Projekt Hainfels ist, wie Sie schon kurz angesprochen haben, ein Public-Private-Partnership-Projekt. Das heißt, es gibt noch die Firma Lorca, das ist der Schlossherr. Und bei so einem Projekt muss man natürlich auch die Frage sich stellen, was passiert, wenn ein Kulturgut eine Verhandlungsmasse wird? Aus welcher Position argumentieren dann Akteure? Sind sie
Akteure, die aus einer Position der Stärke oder der Schwäche heraus operieren. Im schlechtesten Fall könnte es ja auch dazu führen, dass wenn man Kulturgut privatisiert, dass sich dann irgendwann russische Oligarchen für Tiroler Burgen interessieren. Hat man da auch das mitgedacht oder gibt es da Mechanismen, die so etwas verhindern könnten? Ich denke, in all diesen Fragen, glaube ich, gibt es einen gesellschaftlichen Konsens, die sich an dem Wert, an der Inwertsetzung einer, in dem Fall Burg, orientiert. Das gilt ja für andere Objekte auch. Diese gesellschaftliche Wertschätzung ist die, ob wir es wert finden. Und wenn wir es unwert finden, dann werden es andere vielleicht wert finden und auf die Art und Weise in unsere Landschaft, Kulturlandschaft einsteigen. Dass Kulturlandschaft dort, wo sie die einen bewahrt haben, sie dann cool für die anderen wird, die sich dann da einkaufen, das kann man natürlich in Österreich an vielen Orten beobachten und auch andernorts. Ich denke, wenn die Denkmalpflege da was beisteuern soll, dann sind wir kulturelle Inwertsetzer der Dinge. Ob das eine mittelalterliche Burg ist oder heutige Front ist das Bauernhaus, das sind die ganz großen Trennlinien heute in der Denkmalpflege, der Häuserkampf im wahrsten Sinne des Wortes, die klassische Moderne. Wir sind dort, wenn man so will, Gewichter, Kulturgewichter. Und wenn uns das nicht gelingt, in einer größeren Breite es so zu gewichten, dass es unser allgemeines Interesse, nämlich unserer Demokratie ist, unserer Gesellschaft sowas zu erhalten, dann bleiben ein paar Exemplare übrig, die mitunter auch unter dem Edelsitze von irgendjemand werden, aber das kann eigentlich nicht das primäre Ziel der Denkmalpflege sein. Dass man mit solchen Situationen auch einmal ein gutes Ergebnis einfahren kann, das man herzeigen kann, wo einfach Geld keine Rolle spielt, das ist schön und wunderbar, aber das kann nicht das Ziel einer breiten Kulturguterhaltung sein. Und wo würden Sie sagen, hört Denkmalschutz heute auf? Muss man im Sinne eines Weiterbauens über die Burg rausgehen, das Dorf mit berücksichtigen, die Landschaft möglicherweise auch noch mit hereinnehmen? Wo sehen Sie hier die zukünftige Entwicklung der Denkmalpflege? Man vergisst nämlich ganz massiv, dass eigentlich Kulturgutschutz und Naturgutschutz bis in die 1920er Jahre eine Richtung waren, dass das gar nicht differenziert in der Form vorangetrieben wurde, dass das institutionell und aus leider auch dann sehr unglücklichen politischen Entwicklungen im 20. Jahrhundert sich begonnen hat, auseinanderzudividieren und dann nicht mehr zusammengefunden hat, war eigentlich einer der ganz großen, wenn man so will, Fehlentwicklungen in dem Bereich im 20. Jahrhundert, dass Kulturgut und Naturgut sich so auseinandergelebt haben, dass auch verschiedene Player davon gesprochen haben und sie gar nicht gemerkt haben, dass das eigentlich die Kirche gehört in die Landschaft, wie die Landschaft zur Kirche und umgekehrt. Man hat dann sozusagen die Kirchenumgebung hat man dem überlassen, der mit Bauern zu tun gehabt hat und die Landschaft denen, die nur mit Landschaft zu tun gehabt haben, und man hat am besten geschaut, dass die nicht miteinander reden. Das hat sich grundlegend geändert. Also wenn man heute die Interessen des Naturschutzes nimmt, im weitesten Sinne Landschaftsschutz wieder Thema wird, wie in Tirol natürlich gelebt durch die Möglichkeiten auch des Landesumweltanwaltes und so ähnliches, gibt es einfach die Entwicklungen, die Dinge wieder näher zusammenzubringen. Und an Burghügel Hainfels mit dem Dorf zu diskutieren, kann man sich jetzt fragen, ob sich das Dorf schon zu weit entfernt hat. Aber ich kann dort sagen, okay, wo ist eigentlich diese Demarkationslinie, wo ist dieser Bufferraum, der diese Burg braucht, um sie in dem Fall als Teil der Landschaft zu erzählen und nicht als Teil eines Gewerbeparks. Andernorts ein Bergweiler vom Bauernhofe, wie viel Luft braucht er, damit er das ist, was er ist? Und in dem Bereich hat sich auch Raumordnung weiterentwickelt, dass man eben Architektur und Raum, Naturraum wieder beginnt zu leben. Auch aus der Sicht der Architektur, also weit weg von Denkmalpflege, wenn man also beobachtet, was im Bereich Bauen in der Natur geboten wird in Qualität, dann war das so, als ich studiert habe zu meiner Zeit in den 80er Jahren, da war da ganz stark Bauen im Zentrum, Bauen in der Stadt. Vielleicht noch die Villa im ausgesuchten Grünen war mal ein Thema.
dass man heute dahin drängt, ist eigentlich allgemein wahrnehmbar, ist gut, höchste Eisenbahn. Man muss ja nur schauen, wo die Krimis heute stattfinden im Fernsehen. Nicht mehr in Los Angeles im Keller irgendwo oder in New York, sondern Landkrimi jetzt im positiven Sinne. Irgendwie muss uns das gut tun. Ja, vielen Dank, Herr Hauser, für das Gespräch. So ein so umfangreiches Projekt wie hier in Hainfels in Angriff zu nehmen, ist natürlich sehr schwierig. Es sind sehr unterschiedliche Akteure involviert. Nicht? Da muss auch die lokale Bevölkerung mit einbeziehen. Dann gibt es die Vertreter des Landes, es gibt die Vertreter des Denkmalschutzes, es gibt Leute, die sich mit Bauforschung beschäftigen, Archäologen. Natürlich gibt es auch den Architekten, es gibt Kuratoren und so weiter und so weiter. Können Sie uns ganz kurz einmal erzählen, in welchen Phasen dieses Projekt entstanden ist und abgewickelt worden ist? Zuerst war das eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir haben natürlich gewusst, also 2005 hat der Lorca beabsichtigt, diese Burg zu kaufen, gekauft hat sie erst 2007. Ich war damals in Siljan, bin heute auch noch im Gemeinderat und im Gemeindevorstand, und wir haben uns gemeinsam mit Lorca überlegt, also die beabsichtigt haben, die Burg zu kaufen, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, wie man das Gebäude künftig nutzen kann und soll. Und es war 2007 dann, wo Lorca dann in Abstimmung mit den Gemeinden, weil die Gemeinden konnten es nicht kaufen, weil es einfach Geld, also vom Aufwand her einfach nicht des Kaufpreises, sondern der zukünftigen Sanierung, der möglichen einfach ein irrsinniger Aufwand gewesen wäre. Da hat man sich Gedanken gemacht, wie geht man das Projekt überhaupt an. Und wir haben dann Arbeitskreise gebildet, also Eigentümer und den aus interessierten Personen der Bevölkerung, vor allem der Gemeinden. Und dann haben wir aus diesen Arbeitskreisen heraus dann 2014 den Museumsverein gegründet und 2016 hat die Sanierung dann eigentlich begonnen mit dem Nutzungskonzept, das man schon vorher in Auftrag gegeben hat. Ziel war, die Nutzung von Hainfels künftig auf drei Säulen zu stellen. Das war auf der einen Seite das Museum, Events und Gastronomie. Wir haben 2015 Museum eröffnet, der nächste und teilweise auch Events schon durchgeführt. Und der nächste Punkt sind nun die Gastronomie. Und dass dieses Konstrukt auf drei Säulen, also das alles aufbaut, ist dann die fertige Burg, wo man auch versucht, das Ganze dann wirtschaftlich zu betreiben. Und ich glaube, also zuerst auch wahrscheinlich die Aufgabe, die Burg zu sichern einmal in der Ruine, wie sie ja war. Nicht? Und dann hat man Teile abgerissen. Wie ist man da vorgegangen? Was da also passiert? Einer der wichtigsten Schritte war die Grundvermessung der Burg. Die ist 2007 in Auftrag gegeben worden von Lorca selber. Und da hat man einen Überblick einmal bekommen, also wie das ganze Gebäude sich statisch präsentiert, beziehungsweise von den Gebäudestärken und so weiter. Das war die wichtigste Voraussetzung auch für alle zukünftigen Planungen, wie man da hier oben weiter vorgehen kann. Dann war klar, dass wir gewisse Teile erhalten müssen und aus dem Denkmalschutz sowieso einer der wichtigsten Partner da herum auch. Und es gibt eben Teile, die wir neu haben müssen dazu bauen und auch Teile, die wir abgerissen haben. Also immer in enger Abstimmung mit dem aufgebaut auf das zukünftige Nutzungskonzept, was ist wirklich notwendig herum und was ist wichtig, dass die Struktur herum betrieben werden kann. Also was wir vorhaben in den nächsten 20, 30 Jahren. Und bei der Umsetzung des Nutzungskonzepts und vor allem auch, wenn es darum geht, nicht nur zu konservieren, sondern auch neu zu formulieren, da spielt natürlich der Architekt immer eine große Rolle. Und wir haben im Vorfeld auch mit dem Gerhard Mitterberger, dem Architekten, gesprochen. Und ich möchte jetzt kurz den Gerhard Mitterberger auch grüßen. Heute ist es so, dass oft im musealen Bereich sich Bauherren Marken suchen, einen Star-Architekten ködern und eine spektakuläre Hülle wollen. Das ist hier in Hainfels alles nicht der Fall. Hier hat man eine Geschichte, man braucht keine Geschichte erfinden, man braucht keine spektakuläre Hülle erfinden, sondern die Mauern sind hier Trägerinnen der Geschichte. Es gibt nicht irgendwie ein austauschbares Konzept, das man global vermarktet, sondern es gibt einen ganz eindeutigen lokalen Bezug. Ist das das, was eigentlich Hainfels so interessant macht, diese regionale und lokale Bezogenheit? Also das Thema Stararchitekt möchte ich gleich mal außen vor lassen. Das hat, glaube ich, da überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Ich glaube, grundsätzlich in der Architektur ein Streichresultat, weil wenn man ehrlich ist, geht es hier um
Arbeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da haben wir eine riesen Vorgabe eben durch den Bestand mit einer langen Geschichte. Das ist eines der wirklich älteren Gebäude in ganz Osttirol. Und natürlich mit Baustufen, die über die Jahrhunderte natürlich ihre Spuren hinterlassen haben, nicht? Und sich mit diesem ganzen Werden des Gebäudes auseinanderzusetzen und dann sozusagen mit diesem Wissen auch weiterzubauen, das ist halt meine Zugangsweise zu dem Thema. Und finde ich ja ganz, ganz wichtige. Und das ist erstens einmal ein Lernprozess über das Gebäude, über das Handwerk, muss man auch sagen. Nicht? Da steckt ja jahrhundertalte Handwerkstechnologie drinnen in dem Gebäude. Das zu ignorieren wäre ja dumm. Anders kann man das nicht nennen. Und da sozusagen dann eine Sprache zu finden, dieses Gebäude in die neue Nutzung zu bringen, weil es ist es ja eigentlich das Thema, nicht? Dass wir, also auch wenn jetzt die Ruine nicht Ruine gewesen wäre, es hat eine Burg als Verteidigungsobjekt und Herrschaftssitz und Verwaltungssitz mit dem Museum ja eigentlich nicht wirklich was zu tun, sondern es ist eine komplett neue Nutzung. Und diese Nutzung muss natürlich der Zeit angepasst werden. Das ist auch eine Riesenschwierigkeit da gewesen. Nicht? Bitte Burg, möglichst schwer hineinzukommen. Jetzt bitte jeder mit Rollstuhl und Kinderwagen und sonstiges alles. Nicht? Also das sind einmal so diametrale Gegensätze, die es unter einen Hut zu bringen gilt. Nicht? Und da ist schon Arbeit und Auseinandersetzung mit dem Thema gefragt. Also wenn der Architekt jetzt einer 800-jährigen Geschichte begegnet, nicht, dann braucht es auch eine ganz bestimmte Haltung. Der Landeskonservator von Tirol, der Walter Hauser, hat mir erzählt, er schätzt an Ihrer Arbeit, dass Sie diese Fähigkeit haben, auch an sich selbst zu zweifeln. Ist das eine Voraussetzung bei so einer Arbeit? Naja, ich würde jetzt nicht sagen, man zweifelt an sich selbst, sondern es ist eher der Lernprozess, den man sich stellt, und man weiß ja nicht alles. Nicht? Und man wird natürlich im Laufe der Zeit, wie haben wir da immerhin jetzt von 2015 angefangen, 2016, also gute 5 Jahre daran gearbeitet, man lernt und muss auch die Beweglichkeit haben, die geistige, umzudenken. Nicht? Das war ja genauso der nächste Faktor Dummheit, nicht? Wenn man sich einfach auf irgendein Großkonzept einstellt und sagt, das ist es. Nicht? Und wenn man sich auf das einlässt, dass man sozusagen in einen Dialog mit dem Gebäude tritt, und das war es eigentlich, nicht? Dass man versucht schon, die Sprache, die da ist, einmal aufzunehmen. Andererseits dann wieder die eigene dazuzugeben und das Ganze so zu übersetzen, dass das dann wieder eine Einheit bildet oder bilden sollte, dann ist es einfach ein Riesenprozess. Nicht? Und der hat einfach Umdenkprozesse auch in sich inkludiert, logischerweise. Ja. Das heißt, die Arbeit an der Ruine ist ja kein alltägliches Geschäft für Architekten. Das ist eher eine Randposition in der Architektur, aber trotzdem sehr herausfordernd, nicht? Weil die Ruine hat ja irgendwo etwas Offenes, also Offenes, das heißt, wenn man vom klassischen Architekturentwurf ausgeht und man plant etwas, dann steuert man irgendwo immer dem entgegen, was man im Kopf hatte, als irgendwo etwas Fertiges oder auch etwas, was am Ende wartet, als realisiertes Projekt. Bei der Ruine habe ich so das Gefühl, dass irgendwie durch diesen fragmentarischen Charakter das Ganze irgendwo auch offen bleibt, in dem Sinne, dass man alt und neu vermittelt, permanent, in Step-by-Step sozusagen. Die Ruine ist irgendwo eine Bricolage auch von verschiedenen Räumen und Zeiten. Und meine Frage wäre jetzt, wie geht man da jetzt entwerferisch damit um? Was war da Ihre Entwurfsidee? Im Endeffekt auch dieses Thema Bricolage, das der Matthias Böckel da eigentlich gefunden hat, das Wort, das finde ich eigentlich treffend. Nicht? Das ist ein Samplen, wo man einfach gewisse Teile hernimmt, wo sie passen, anpasst, auch Teile, die man vorfindet und die ganz einfach umwandelt oder uminterpretiert. Und das ist einfach eine gewisse geistige Beweglichkeit und das macht mir unheimlichen Spaß eigentlich. Das ist meine Freude an der Arbeit, dass man nicht mit einer fixfertigen Idee hinkommt und dann wird das halt abgearbeitet, sondern das war ganz, ganz wichtig, dass wir da auch dann die Bauleitung gemacht haben und dass wir sozusagen in der Arbeit eigentlich die ganzen Details, auch die ganzen Entwurf- und Designstücke entwickelt hat. Also das hat sich teilweise wirklich erst ergeben. Und das muss ich sagen, da darf man natürlich auch nicht an sich zweifeln, sondern man muss ja dem eine Antwort gegenüberstellen. Also man muss schon eine Idee haben, was ich haben möchte, aber sozusagen die Antwort muss auf die Frage kommen und nicht zuerst die Antwort und dann, egal wie die Frage lautet. Also das ist schon
für mich ein Dialog eben. Aber diese Haltung könnte man ja auch übertragen generell. Man könnte sagen, es könnte irgendwo ein Leitmotiv sein überhaupt für eine Baukultur. Man kann sagen, jedes Gebäude letztendlich trägt ja irgendwo so, die Ruine ja. in sich. Nicht? Ja, aber naja, Ruine, aber es ist auch, jeder Ort hat seine Geschichte, nicht? Weil ich baue ja irgendwo. Nicht? Das muss ja nicht immer nur ein Gebäude sein, wo ich mich hineinsetze, sondern es ist Auseinandersetzen mit dem Ort, mit dem Bauherrn auch, nicht? Weil es ist ja immer eine Nutzung, die dahinter steckt. Und wenn ich die Nutzung nicht treffe, ist die beste Idee nichts, weil es nicht haltet. Mhm. Es wird umgebaut irgendwann, nicht? Wurscht wie. Und aber dann diese Idee auch der Bricolage kann man ja im Grunde auf jedes Gebäude übertragen. Man kann sagen, man baut immer weiter, man baut nicht neu, sondern man recycelt irgendwo auch Dinge. Das ist die große Reuse-Geschichte unserer Zeit, logischerweise nicht. Aber ich sage trotzdem, man muss die Sachen anwenden, wie sie passen. Nicht? Und wenn eine leere Wiese da ist mit einem guten Gedanken, natürlich. Nicht? Also ich kann das jetzt nicht immer nur sozusagen das Gebäude auf einen kleinen Grashalm hin aufsetzen. Nicht? Also das, aber es ist sicher für mich eigentlich die Arbeit, die sich, wo ich das sozusagen im Laufe der Zeit hin entwickelt habe, dass man das einfach mit diesem Nutzen, Ort, Umfeld, dass man das einfach entwickelt und dass das einfach was wird. Nicht? Also ich will nicht ein Gegenteil, also einen Gegensatz sozusagen machen, obwohl gerade hier auch im Kleinen haben wir unsere Gegensätze. Nicht? Man sieht einfach die modernen Bauteile, man sieht da den Küchenturm nicht mit dem Ortbeton, man sieht die Glasfronten, dieses enge Durchgehen, wo wir sozusagen die Burgwand fast 3 Meter hoch aufgeschnitten haben im Keller nicht? Und wo ich dann auch dann in einen Glasgang hinaustrete. Das sind einfach so spannende Gegensätze, mit denen man spielen muss eigentlich, nicht damit das Ganze eine Spannung hat. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man sein Raumprogramm abarbeitet, sondern ich will ja irgendeine Spannung erzeugen und das soll ja Mehrwert sein. Nicht? Also wir reden ja schon von Architektur. Ne? Aber bei so einer Aufgabe entsteht diese Spannung ja auch immer im Detail, oder wo sich die Materialien begegnen. Nicht? Also man hat quasi diese Erschließungsidee, nicht? Eine Art Parcours nicht? Und entlang dieses Parcours entstehen ja dann verschiedene Aufgaben und Detailherausforderungen, oder? Wie siehst du? Naja, das ist ja leider Gottes, sage ich mal, der Verlust unserer Zeit im Moment. So sehe ich das, dass das Handwerk an sich, dass er auf Detailentwicklungen reagiert, weil wenn einer irgendwas baut, dann kann ich in dem Moment reagieren. Wenn ich nur mal zukaufe, also diese Industriebauten, nicht, wo ein fertiges Objekt oder Detail oder Fenster oder was auch immer gibt es fix fertig und wenn ich sage, ich hätte das gerne ein bisschen anders, das geht gar nicht, nicht. Da kannst du entweder wieder suchen, ob du was findest im Internet, aber der Verlust sozusagen von klein auf die Gestaltung bis ins Detail und bis in die kleine Sache, wo sie dann angreift, Türschnalle und so weiter zu bringen, nicht, das ist fast verloren gegangen eigentlich. Nicht. Also das wird da leider Gottes, muss ich sagen, auch erstens nicht mehr gefragt, weil es erstens zu langsam ist, zu teuer wird, etc. Nicht? Also das ist das ganze Bauen sozusagen der Prozess, das stört den Prozess eigentlich. Aber ich finde einfach, in Summe ist es ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Nicht? Also es gibt ja auch ein anderes Problem nach unserer Zeit, glaube ich, dass man den Verfall irgendwo immer unter das Tabu stellt, nicht? Dass man es wenig akzeptiert, dass Dinge eine Patina kriegen. Nicht? Also ich glaube, dass die Ruine ja einer der wenigen Gestalten ist, wo man überhaupt den Verfall noch zulässt oder sichtbar machen kann. Nicht? Und hier in Hainfels hat man ja das zu einer Idee gemacht, dass man auch nicht nur die Geschichte der Burg, sondern auch ihren Verfall auch zum Teil der Erzählung macht. Ist das ein Mangel unserer Zeit, dass wir das nicht mehr zulassen können? Also Hainfels war ja ein Glück, nicht? Da war ja die Grundsatzdiskussion aufbauen und wieder errichten. Das Baumaterial ist ja durch den Einsturz alles vorhanden und das mauert man halt wieder auf. Das war die eine Geschichte. Nicht? Oder man lässt wirklich den Verfall und geht durch die Ruine, nicht? Was ich total bevorzugt habe, weil ich einfach das viel spannender finde. Ein Zufallsprodukt ist immer spannend, nicht? Wenn das so ganz kühne Kanten, die man wahrscheinlich nie neu errichten kann, aber wenn ich mir da diese eingestürzten Mauern anschaue, ich sage, bau sowas, seid ihr wahnsinnig. Nicht? Das geht nur, indem ich sozusagen ein Zufallsprodukt finde und sage, und das erhalte ich. Okay, dann ist okay. Ja, das ist natürlich ein extremer Mangel unserer Zeit. Ich kann mich erinnern, am Beginn meines Studiums, so ein bisschen, wie ich mich da das erste Mal so mit Bauen an sich beschäftigt habe, da sind wir dann halt ins Defreckental hineingefahren, nicht? Da ist ein super Holzbau.
Bauernhäuser mit perfekter Holzbaugeschichte. Und wir haben mal da fotografiert und dann kommt da so eine alte Bäuerin raus und stellt sich davor, bitte nicht fotografieren. Da drüben ist der neue Stadel, den sollst du fotografieren, weil der wird eh abgerissen. Nicht? Und das ist eigentlich genau, das ist immer noch der Fall. Nicht? Wenn ich heute ein neues Haus baue und es kriegt irgendeinen Fleck, das ist die Katastrophe schlechthin. Sprung geht sowieso nicht, nicht? Weil dann ist alles kaputt. Und da muss man halt auch sagen, das geht ja auch bis zum Menschen selber. Nicht? Altern ist ja praktisch verboten. Ja, es gibt Besucher hier, die sich ein bisschen darüber aufregen, dass man hier den Bewuchs sieht bei der Mauer und die sagen dann, haben hier die Handwerker nicht fertig gearbeitet, warum hat man da nicht die Sträucher entfernt? Und das ist einer der schönsten Orte, glaube ich, in der Burg, nicht? Wo man diese Koexistenz sieht, auch als ein Naturelement, nicht? Weil die Ruine ist ja wirklich so ein Ding zwischen Artefakt von Menschen gemacht und Entropie, was die Natur draus macht. Nicht? Und man stellt ja oft fest, dass so Burgruinen oft wirklich Rückzugsorte von Tieren sind teilweise. Ne? Das ist also der Peter Leiter hat zum Beispiel ein Bild geschickt, wo man die Dohlen sieht am Bergfried, die sich den Kalk holen und so weiter. Und das ist für mich irgendwie inspirierend, weil ja in diesem Naturkunstwerk ja auch etwas ganz Zeitgemäßes liegt. Ne? Wobei das ist eher ein Schädlingsproblem, diese Dohlen, nicht? Weil die haben natürlich, das ist für sie die super Nachspeise, nicht den Kalk, was wir frisch aufgebracht haben, den holen sie sich raus. Und wenn man am Abend sieht, was dann unten liegt von der Mauer, gar nicht wenig, was sie da rausbecken. Nicht? Und das sind ja wirklich hunderte Dohlen. Also das ist ja nicht nur einer oder zwei, der das übers holt. Aber es stimmt natürlich nicht. Und es ist ja auch so, dass ja auch die ganze Botanik, dadurch, dass sie ungepflegt ist, sich ja ganz speziell entwickelt. Nicht? Wir haben ja an und für sich ist ja Burghügel normalerweise als Verteidigungsanlage kahl, weil ich will ja sehen, was da los ist. Nicht? Also eine eingewachsene Burg als Verteidigung ist eigentlich ein No-Go, nicht? Weil da schleicht ja jeder bis zur Burgwand heran. Und jetzt entwickelt sich teilweise auf Felsen und eben dieses ganze Biotop, was also im Laufe der Jahrhunderte, wird halt alle 100 Jahre mal abgeschlägert und dann kommt es wieder drüber. Das ist eigentlich das Spannende, genauso gut diese zugewachsenen Mauern, nicht? Die eigentlich schädlich sind, weil ja die Pflanzen ja irgendwie auch das Mauerwerk zerstören. Aber auf der anderen Seite ist es ja genau dieses Bild, das ich haben möchte. Nicht? Und das muss ich zuerst sehen. Und natürlich denkt jeder, na, wenn ich das daheim hätte, das geht gar nicht. Nicht? Aber indem ich sehe, ist das plötzlich ein für sich schlüssiges Bild. So gehört es eigentlich. Nicht? Und die Ruine ist ja auch Teil des Berges. Also das ist ja voll verwachsen. Nicht? Es gibt ja hier in Hainfels eigentlich nicht viel Ausstattung. Das heißt, das Thema ist ja nicht die Ausstattung, sind nicht Objekte, die Leute suchen. Die träumen sich da rein in irgendwelche Ritterromantiken. Ne? Hier hat man die Burg selbst, will man ausstellen und will man zeigen. Was sagt da der Architekt dazu? Welche Herausforderungen bietet das? Ja, der Architekt ist froh, nicht? Weil er ist praktisch das Bauwerk, das Hauptobjekt. Ja. Weil wenn da ein paar wertvolle Sessel und Stühle wären, sage ich mal, nicht, dann ist sozusagen das Gebäude wieder nur die Hülle. Nicht? Und so wird wirklich dieses Gebäude mit seiner Geschichte zum Hauptobjekt. Nicht? Und das muss ich sagen, das ist eigentlich auch der Vorteil von Hainfels. Und da arbeitet man dann wirklich mit dem Gebäude und arbeitet es heraus sozusagen. Nicht? Das ist ja, wir stehen ja da in einem sehr schönen Raum in der Kapelle, nicht, wo man diese Schichten wirklich abkratzt und wo man Putzschichten wirklich millimeterweise freilegt, um die einzelnen Schichten und die Geschichte dazu eigentlich erzählen zu können. Ne? Man glaubt zwar, wenn man das anschaut, das ist ja alles nur kaputt und verfallen, nicht, aber im Endeffekt sind es freigelegte Schichten der Geschichte dieses Gebäudes. Ein Palimpsest wird sozusagen die gesamte Anlage. Genau. Und dort, wo es um die Neuformulierungen ging, waren Sie da eingeschränkt als Architekt, was den Denkmalschutz betrifft, oder hat man Ihnen da teilweise auch freie Hand gelassen? Dank Walter Hauser, das war der die Hauptansprechseite von Seiten des Denkmalamtes. Das war absolutes Arbeiten auf Augenhöhe, also da hat keiner den anderen großartig irgendwie beeinflusst, muss ich sagen. Es hat einfach gewisse Neubauteile gegeben, das ist aber bedingt durch die neue Nutzung. Die war natürlich abgesprochen, wie sie in den Kontext des Gebäudes passen, großräumlich. Der Rest war meine Geschichte, unter Anführungszeichen. Nicht? Und dann, das war auch ganz bewusst sozusagen. Nicht? Der neue Teil ist sozusagen meine Sprache gewesen. Nicht? Und das Alte und sozusagen auch die Diskussion mit dem Alten, das war eigentlich sein Part. Nicht? Also man braucht es ja auch als Architekt, weil ich ehrlich gesagt geschichtlich viel zu schwach informiert bin, um da jetzt wirklich auf der Ebene mitreden zu können. Nicht? Also da ist man ja von dem Input ja extrem froh, dass man den bekommt. Nicht? Ja, wir bedanken uns ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch. Danke. Danke schön.
So, für die Revitalisierung der Burg Hainfels brauchst du natürlich Geld. Ja, wie hat man die Finanzierung dieses Projekts zustande gebracht? Die Finanzierung war eine der Schlüsselgeschichten, klarerweise so wie immer. Unser wichtigster und Partner war da die Landesgedächtnisstiftung, die den Großteil zur Sanierung eben beigetragen hat, das Bundesdenkmalamt, aber auch das Land Tirol mit der Kulturabteilung und nicht zu vergessen die Gemeinden des Planungsverbandes, also die 10 Gemeinden des Hochbustertals da herum, die sich auch alle mit einem Stück schon einen gewissen Betrag beteiligt haben und eben uns auch die Sicherheit gegeben haben, dass man das Projekt irgendwie erfolgreich umsetzen kann. Ganz wichtig nicht zu vergessen ist, dass Lorca als Eigentümerin sehr, sehr einen großen Beitrag da geleistet hat, neben der eigentlichen späteren Nutzung noch als Hotel, die ja geplant ist, hat sie auch in den musealen Teil sehr, sehr viel investiert da und garantiert, dass das auch alles zügig umgesetzt werden kann und dass es auch noch planläuft. Ja, die Firma Lorca ist vielleicht ergänzend noch ein Waffelhersteller aus Südtirol, ursprünglich am Ritten, und hat hier eine Niederlassung in Hainfels und ist bekannt hier, natürlich auch Arbeitgeber. Jetzt meine Frage, was interessiert eine Firma an einer Burg? Das haben wir uns auch immer gefragt, also was motiviert jemand, so eine Burg, so eine alte Anlage zu kaufen bzw. sich dafür zu interessieren. Wir haben sehr viel uns mit den Eigentümern unterhalten, sitzen dann nach wie vor immer regelmäßig zusammen. Das ist auch wichtig bei so einem Projekt, der gegenseitige Austausch. Und die Intention der Familie war vor allem auch, dass sie der Region was zurückgeben wollen. Also das ist auch das, was sich wahrscheinlich öfter wiederholt in Tirol. Es gibt da Unternehmen, Familien und so weiter, die irgendeinen Beitrag auch im kulturellen Bereich leisten wollen. Man muss eines sagen, zu verdienen ist da herum mit sowas nichts. Also wer sich vorstellt, dass man jetzt da herum sich die goldene Nase verdient und da irgendwie dann Geld scheffelt, so nach alten Steuereintreibermustern, wie es vielleicht einmal auf der Burg war, der wird schwer enttäuscht werden und auch wir haben diese Vorstellung nicht. Also, aber es geht jetzt wirklich um ein klassische Kulturförderung aus der persönlichen Intention aus einer Familie, die der Region einfach was zurückgeben will, weil sie in dieser Region sich einfach mittlerweile sehr gut integriert hat mit allen Mitarbeitern und das einfach auch sichtbar in den kulturellen Bereich nach außen transportieren will. Die Firma Lorca, der Andreas Brugger als Geschäftsleiter, hat einmal gemeint, Burger, wenn man die Burg als Kulisse sieht, dann ist natürlich attraktiv hier kulturell und wirtschaftlich. Ja. Aber man muss auch auf Frequenz auch achten. Und das heißt, man braucht eine bestimmte Besucheranzahl. Mit wie vielen Besuchern rechnet man jetzt hier in Hainfels? Unser Nutzungskonzept baut auf die 70.000 Besucher pro Jahr auf. Also es ist sehr, sehr viel. Und zwar deswegen ist es eine hohe Zahl, weil man auch weiß, wie viel andere Kultureinrichtungen in diesem Bezirk eben Besucherzahlen haben. Aber unser Konzept baut in Endausbau einfach auf diese 70.000 Besucher deshalb auf, weil wir einfach die gesamte Struktur sehen, also mit Gastronomie, mit Events, mit Museumsbesucher. Allein als Museum selber würde man es nicht zustande kriegen. Also wir haben auch nicht das Ziel, diese 70.000 Besucher in den nächsten 2 oder 3 Jahren zu erreichen, sondern es ist ein langfristiges Ziel. Wir wissen, dass das funktionieren kann, weil wir uns Beispiele in Südtirol vor allem angeschaut haben. Unsere Referenzburg ist die Burg Taufers. Und es ist für uns schon vorstellbar, dass man mit einem klaren Konzept und mit der wirtschaftlichen Ausrichtung auch dorthin kommt, wo man hin will. Aber es braucht sehr viel Arbeit und wir haben auch immer gesagt, es geht nicht von heute auf morgen, sondern wir versuchen langsam dieses Ziel zu erreichen, damit die Burg wirtschaftlich dann hoffentlich auch überleben kann. Es gibt hier in der Nähe Schloss Bruck in Lienz und dort hat man eine temporäre, auch sehr gute Ausstellung. Die haben ca. glaube ich 35.000 Besucher. Ne? Jetzt ist es so, dass man hier in Hainfels ja nicht auf die Ausstellung fokussiert, sondern die Mauern, die Burg selbst zum Erlebnis macht. Ja? Und glauben Sie, dass das Konzept auch längerfristig funktioniert oder wird man da etwas nachliefern müssen oder bleibt man bei diesem Konzept? Wir sind genauso wie Lienz oder wie Schloss Bruck, auch eine sogenannte Görzerburg, also das haben die gleichen Grafen ausgebaut oder gebaut. Und wir sehen uns jetzt nicht als Konkurrenz, sondern wir haben ja sehr, sehr viel gemeinsam, wir tauschen uns immer wieder regelmäßig aus, auch weil es uns wichtig ist, dass wir jetzt nicht irgendwie als
alleinige also Burgbesitzer da oben sind, sondern auch, dass wir einmal die Partnerschaft mit anderen Burgen, die in den Schlössern, die in der Nähe sind, da, dass die gepflegt wird. Wir haben, glaube ich, schon insofern ein Alleinstellungsmerkmal, weil diese Ruine schon was Einzigartiges ist und das ist Bauwerk im Gegensatz zu anderen Burgen eigentlich so nicht vorfindbar, also vorzufinden ist. Mhm. Und wir glauben, dass wir da ein Konzept haben, das sich sehr gut in die anderen Angebote, Kulturangebote einreihen wird. Mhm. Und wir haben einen sehr starken Fokus natürlich auf den Südtiroler Gast und den italienischen Gast, der auch über den Trauradweg, der sehr stark frequentiert wird, in Zukunft ganz bewusst daher gelotst wird mit allen möglichen marketingtechnischen Maßnahmen. Über die Ausstattung und die inhaltliche Programmierung von Burg Hainfels möchte ich jetzt noch mit Frau Gabriele Rath von der Agentur Winkler und Rath aus Innsbruck sprechen. Die Agentur Winkler und Rath ist zusammen mit Frau Monika Reindl-Sint, von der die ausgezeichnete historische Recherche stammt, mit der Bespielung des musealen Bereichs und mit dem Konzept dafür beauftragt worden. Sie sind vom Museumsverein Hainfels beauftragt worden mit der Ausarbeitung eines Basiskonzepts für die Revitalisierung der Burgruine in Hainfels. Und da geht es um diesen Museumsbereich. Sie haben in einem Team gearbeitet und haben die kuratorische Leitung dort übernommen. Da ging es im Wesentlichen um die Frage, wie man die Burgruine, die ja das Kernstück ist der Ausstellung, einem Publikum vermitteln kann. Wie geht man eigentlich an so eine Aufgabe heran? Ja, das war eine sehr spannende Aufgabe, weil ja im klassischen Sinn das eigentlich ja kein Museum ist. Also das heißt, im Unterschied zu anderen Aufgaben, die wir haben, gibt es keine Sammlung, in dem Sinn jetzt keine Objektressourcen im großen Umfang, auf die man zurückgreifen kann, sondern das Hauptausstellungsstück ist eigentlich die Burg selber. Und das ist natürlich eine ungemein reizvolle Aufgabe, weil das heißt, man verfügt zwar über hohe Kenntnis, die Baugeschichte des Objektes betreffend, aber es ist nicht selbstverständlich, dass das lesbar ist. Wie sind wir rangegangen? Eigentlich zuerst einmal viel selber verstehen, das Objekt selber kennenlernen, viele Gespräche führen mit dem Walter Hauser vom Bundesdenkmalamt, mit allen Historikern, Bauforschern, die da beteiligt waren, Restauratoren, viel zu sprechen, um einmal überhaupt zu verstehen, was das Ding ist und was das Besondere ist. Und da kommt dann ein gewisser laienhafter Zugang auch irgendwie zugute, weil man gewissermaßen das Privileg hat des ersten Besuchers oder der ersten Besucherin und sich so eigentlich selber auch ein gutes Bild machen kann, was ist interessant. Die strukturell war es für uns dann eigentlich sehr wichtig, darauf einzugehen, dass es doch eine große Besucherattraktion werden soll oder sollte. Und das auch betrieblich mitzudenken, was ist dafür erforderlich in einer Burg, die aus sehr großen Räumen und sehr kleinen Räumen verwinkelten Situationen besteht, war für uns wichtig, gewissermaßen da eine Lösung zu finden, die für so ein großes Publikumsaufkommen, das da erhofft und erwartet wird, überhaupt auch abwickelbar zu machen. Das war dann eigentlich die zweite Schwierigkeit, die da dazukommen ist, oder die zweite Herausforderung, auch für uns sehr interessant eigentlich. Diese Musealisierung, sagen wir so, oder überhaupt unser Umgang mit Geschichte, ist ja etwas, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr Bedeutung gewonnen hat. Das heißt, es gibt ja historisch verglichen kaum eine Zivilisation oder Gesellschaft, die sich so sehr um Geschichte bemüht hat. Zwar bezeichnet man unsere Gesellschaft als Wegwerfgesellschaft, aber es gibt doch Dinge, die uns wichtig sind, die unsere Identität auch ausmachen. Ne? Museen sind Attraktoren, ja, vor allem in den westlichen Gesellschaft ziehen sie mehr Menschen an wie Fußballstadien, habe ich mal gelesen. Es gibt in Tirol fast 200 Museen unterschiedlicher Größen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Warum ist dieses Vergegenwärtigen von Geschichte für uns so wichtig? Wie würden Sie das erklären? Also mein Eindruck ist, dass es schon mit der Beschleunigung der Entwicklung auch zusammenhängen mag, dass
die Frage, was sind die Fundamente, das ist jetzt ein großes Wort, was sind die Fundamente, wieder wichtiger wird oder wichtig geworden ist. Und natürlich gibt es auch die Erwartung, dort irgendwie Sensationelles dann vorzufinden, und auch irgendwie der Unterhaltungsaspekt ist natürlich auch irgendwie eine große Erwartung und eine große Hoffnung und eine große Sehnsucht auch. Aber ich bin da schon auch sehr optimistisch, dass ich denke, es gibt wirklich ein tiefes Interesse auch daran, mehr zu erfahren über das, vor allem auch, was die eigenen Orte betrifft, die eigenen Herkünfte und das eigene Umfeld. Und ich denke, dass da die Museen schon eine Rolle spielen, wobei man auch natürlich ehrlich zugeben muss, die große Attraktion, die findet natürlich in den großen Kunstmuseen und in den naturwissenschaftlichen Museen, in den technischen Museen statt. Da haben es die kulturhistorischen und historischen Museen oder Einrichtungen ja, schon etwas schwieriger, sich sozusagen ins Licht zu bringen. Aber die Museen übernehmen ja auch diese Aufgabe, den Dingen eine Ordnung zu geben, eine gewisse Stabilität in einer immer komplexer werdenden Welt. Ne? Mhm. Es ist aber bei Heinefels gerade so, dass wenn man durch die Burg geht und diesen musealen Bereich betritt, dann hat man den Eindruck, dass man in einem sehr großzügigen und freien Raum wie ein Flaneur unterwegs ist geradezu. Das heißt, man vermisst genau diese Dinge, aber das hat ja keinen Nachteil, sondern kann ja auch ein Vorteil sein. Warum? Also ich glaube, dass unser Credo ganz generell ist eigentlich, zu versuchen, den Besuchern nichts vorzumachen, sondern ihnen das zu vermitteln, was da ist. Und jetzt in einer Burg wie Heinefels ist es auch oft die Leerstelle, die interessant ist. Ich finde, in Heinefels hat mich auch sehr fasziniert die Erkenntnis, auf der einen Seite, wie viel man weiß jetzt bauhistorisch, wie das Objekt entstanden sein könnte und das auch historisch eben einordnen kann, aber wie wenig man dann eigentlich doch wieder im Detail weiß. Und diese Spannung, die finde ich eigentlich ungemein interessant, und ich bin grundsätzlich eigentlich immer der Auffassung, dass was ich selber interessant finde, muss es eigentlich auch ziemlich einige andere Leute noch geben, die das interessiert. Und deswegen war auch die Entscheidung, mit dem Lehrraum umzugehen, um dann die Dinge, die man wirklich weiß, auch lesbarer zu machen. Deswegen ist die auch so gekommen. Und natürlich war das auch absolut die Vorgabe des ganzen denkmalpflegerischen Projektes. Auch der Ansatz, dass also die Ruine nicht wegradiert werden soll, weder in den Restaurierungsmaßnahmen noch in der inhaltlichen Aufbereitung. Deswegen haben wir eigentlich weitgehend auf Dinge verzichtet, die additiv sind und die im spekulativen Bereich nur bleiben. Das heißt, es gibt, sagen wir so, prinzipiell unterschiedliche Herangehensweisen. Also die des Historikers, der natürlich dokumentiert und auch Dinge konserviert, um eine gewisse Reflexionsebene zu schaffen, eine gewisse Distanz. Wenn man in der kuratorischen Praxis tätig ist, dann hat man auch andere Freiheiten vielleicht, aber es gibt natürlich auch Vorgaben. Das heißt, es gibt ein Marketingkonzept, dem das ganze Ensemble folgen muss, es gibt bestimmte Überlegungen der Nutzung und so weiter. Wie frei ist man da eigentlich noch, wenn man jetzt in dieser kuratorischen Praxis arbeitet? Ich glaube, das Glück in dem Fall war, dass wir in dem museologischen Basiskonzept eigentlich schon grundlegen konnten, was die Richtung oder vorschlagen konnten, was die Richtung des Projektes sein konnte. Und da war sicher die Frage des Nutzens und der Nutzungskonzeptaspekt erheblich wichtiger. In der kuratorischen Praxis selber dann, wenn es dann darum ging, die einzelnen Bausteine umzusetzen, waren wir eigentlich sehr frei. Beziehungsweise waren die Schritte auch so strukturiert, dass wir einfach immer in unseren Meilensteinterminen auch Schritt für Schritt das zu einem gemeinsamen Verständnis mit dem Auftraggeber und mit den Wissenschaftlern und dem Denkmalamt bringen konnten. Also ich würde jetzt das nicht so sehen, dass uns dieser Knebel
des Verwertbaren die ganze Zeit begleitet hat, eigentlich gar nicht. Was schon wichtig ist, ist, dass da natürlich jetzt das, was momentan in Hainfels zu sehen ist, ist ein Baustein in dem ganzen Komplex des Nutzungskonzeptes. Fehlen ja noch wesentliche Bausteine, die eben diesem Publikums- und Vermarktungsansprüchen eher gerecht werden oder wichtige Bausteine sind, wie beispielsweise der ganze Kinderbereich, der noch fehlt, nachdem ja eine der zentralen Zielgruppen die Familien sind, ist das ein elementarer Bestandteil natürlich eines Gesamterlebnisses, das man hier dem Publikum bieten will. Und der zweite Bereich ist natürlich der gastronomische Bereich, der heute einfach unabdingbar ist, um einen Ort wie Hainfels zu einem Ganztagserlebnis zu machen, was der Anspruch ist und was auch notwendig sein wird, aus wirtschaftlichen Gründen, das zu Museen sind ja schon lange nicht mehr irgendwie kulturelle Refugien, sondern sie müssen wie Unternehmen arbeiten. Das heißt, am Ende kommt es auch darauf an, dass man eine Klientel abholt, dass man das richtig vermittelt, das Produkt, absolut, dass man eine bestimmte Haltung vorbereitet in der Ausstellung, die dann am Ladentisch sozusagen die richtigen Konsequenzen zeitigt. Das alles gehört zum Museum dazu. Ja, absolut. Gut, vielen Dank, Frau Rath, für das Gespräch. Bitte gern. Was damals, als man diese Finanzierung beschlossen hat, hat der damalige Landtagspräsident Herwig von Stahr, der zugleicher Vorsitzender der Landesgedächtnisstiftung ist, zusammen mit der Frau Ballfrau, der Landeskulturrätin, im großen, emphatischen Worten ausgedrückt, es sei ganz wichtig, dieser Beitrag für unsere Verortung in der Geschichte, aber auch eine wunderbare Synthese von Kultur und Wirtschaft. Im Internet gibt es da weniger schmeichelhafte Aussagen, die ich jetzt persönlich nicht teile, aber da steht zum Beispiel, es ist ein einfaches Konzept, man kaufe sich eine Burgruine, gründe einen Verein und strecke die Hand aus für öffentliche Subventionen. Ist das so leicht? Nein, es funktioniert überhaupt nicht so. Also es ist, wie gesagt, die Erfahrung in den letzten Jahren so gemacht habe, jeder möchte gerne Burgbesitzer sein. Es ist irgendwo haftet an dem, was romantisch ist, und jeder will in einem Schloss wohnen, in einer Burg irgendwo zu Hause sein. Und relativ schnell ist jeder, der da herum war, beziehungsweise auch die vorherigen Besitzer, sind draufgekommen, das hat mit Romantik nichts mehr zu tun, sondern das ist eine beinharte Arbeit, so ein Gebäude zu erhalten, auf Dauer zu erhalten. Es ist wie gesagt, also die Vorstellung, dass man herum viel Geld verdient, ist ja komplett eine falsche, weil es einfach nie erreichbar ist. Wir müssen froh sein, dass es Leute gibt, die sich im Rahmen von Private-Public Partnership dann engagieren. Das ist aber sehr, sehr wichtig, dass es sehr viele Leute gibt da oben auch, die das nicht um Geld tun, sondern einfach um ganz anderen Antrieben, also Motivation in alle Richtungen, um einfach ein Kulturgut zu erhalten. Aber es von außen betrachtet ist es immer leicht, wenn man sieht, da könnte was Großes entstehen, aber wir sind da sehr realistisch und werden es in Zukunft da in die Erwartungen bleiben. Ja, das Projekt kommt ja auch sehr gut an bei der lokalen Bevölkerung, und die sind ja auch ein sehr wichtiger Akteur in dem Zusammenhang. Also wenn man zum Beispiel sagt, man will ein historisches Bild erhalten, dann geht es auch darum, einen Bandstreifen rundherum zu erhalten und solche Dinge, nicht? Welche Erfahrungen hat man gemacht in Hainfels mit der lokalen Bevölkerung? War die Resonanz immer positiv oder hat es da auch Reibereien gegeben? Die Resonanz war interessant, dass sie immer positiv war. Wir haben 2010 und den ersten Tag des Denkmals veranstaltet, waren über 1000 Leute dann an einem Tag da oben, 1200 Leute. Da hat man schon gekannt, die Bevölkerung brennt einfach für dieses Objekt oder für dieses Projekt generell. Aber es hat auch damit zu tun, weil die Bevölkerung die letzten 70, 80 Jahre keine Möglichkeit gehabt hat, hinter den Mauern zu kommen, weil es private Eigentümer waren, die halt gesagt haben, diese Burg gehört mir. Es war auch zu gefährlich, muss man sagen, jemanden hereinzulassen, weil es wegen ruinösen Zustand und so weiter. Und da war der Wunsch der Bevölkerung sehr, sehr groß, dass da herum wieder was passiert. Und es war auch seitens der Bevölkerung die Unterstützung, also positive Unterstützung, indem man sich interessiert hat und so weiter, indem sie Mitglieder geworden sind, viele Einheimische sind da auch Mitglieder beim Museumsverein. Aber
auch der Besuch im letzten Jahr sehr stark, also von Einheimischen da. Man hat einfach erkannt, diese Leute, also die Bevölkerung in dieser Gegend will einfach, es interessiert sich für dieses Projekt. Und das ist auch wichtig. Das ist auch von unserer Seite aus, vom Museumsverein, wichtig, dass man auch immer in Kommunikation bleibt. Also von unserer Seite aus, oder vom Museumsvereinsseite, ist es wichtig, dass die Burg nicht was Sakrales ist, wo niemand reinkommt, sondern dass es auch den Eindruck vermittelt bekommt, dass damit jeder da oben willkommen ist. Also es ist nichts Geschlossenes, sondern was Offenes. Für Konzerte, für Museumsbesuche, für zukünftige Veranstaltungen, für Hochzeiten und so weiter. Es ist eine Burg, die eigentlich, wo sich jeder willkommen fühlen soll. Das soll so sein und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft mit dem Projekt Hainfels. Vielen Dank, Peter Leiter, für das tolle Interview. Dankeschön. Herzlichen Dank.